So, liebe Leute, was war das für ein wildes Spiel in der letzten Folge gegen Spanien? Du führst das Ding mit 1 zu, der Gegner führt 1-0, du drehst die Partie auf 2-1, kriegst das 3-1 weggepfiffen, was meiner Meinung nach immer noch kein Abseits war. Und dann liegst du 2 zu 4 hinten und drehst das Ding mit zwei Handelfmetern in den letzten 8 Minuten darauf 4 zu 4 und bewahrst dir die Chance auf den Gruppensieg in dieser Gruppe. Ja, Fakt ist, dass wir schon mal durch sind. Einer von beiden zumindest. Wir gucken auf die Tabelle gerade kurz. Wir haben durch dieses 4 zu 4 in Last Minute den Spaniern den sicheren Gruppensieg noch entrissen und unser quasi den Druck, den Costa Rica gewinnen zu müssen, dann am Ende noch in Rang. Jetzt haben wir 4 Punkte. Einer von beiden ist definitiv schon mal weiter, aber wenn es das direkte Duell gibt, dann ist es gut, dann wären wir sogar, könnte man sogar weiter. Ja, dann wären wir sogar weiter. Aber egal, Fakt ist, ich will gar keine Rechnung rein. Wir holen uns den Gruppensieg. Auf geht's. Jetzt können wir nämlich ein bisschen durchmischen. So, gehen wir mal anpassen. Wir können ja mal die letzte. Wir können ja mal das andere Trikot. So. Und den Costa Ricanern hier das Trikot mal wegnehmen. So, jetzt kann ich mal nur, doch kann man mal ein bisschen durchwechseln, würde ich eigentlich sagen. So. Mal ein bisschen durchmischen hier. Mal ein bisschen der Startelf ein bisschen durchwischen hier. Deswegen einfach mal probieren. Kinter. Der rutscht mal auf die Bank für Süle. Günther für Gosens rein. Rechtsverteidiger. Oh, Philipp Max. Draxler mal ein bisschen was, bisschen Spielpraxis geben. Wie gesagt, das ist das letzte Gruppenspiel, da kannst du auch mal ein paar andere Leute auf die Bank setzen. Würde ich sagen. Weil Leute spielen lassen, die noch nicht so heute im Einsatz waren. Ja, probieren wir mal mit Brand. Das ist nochmal Brand auf die 10. Jetzt bräuchte ich noch rechts außen. Bräuchte ich denn noch nicht fest, aber nicht spielen. Deswegen würde er mal heute von Beginn an rein dürfen. So, auf geht's ins Match. Drittes Gruppenspiel gegen Costa Rica. Ich kann auf eine Achterbahnfahrt wie gegen Spanien definitiv verzichten, aber mal schauen.
So, auf geht's. Spieltag 3 der Gruppe E. Heute soll's klappen mit dem Einzug in die K.O.-Runde. Ein Punkt und es wäre geschafft. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel vom dritten Vorrundenspieltag der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. So. Oh ja, ja, das wird jetzt nochmal ein hartes Spiel. Stück Arbeit, ich sage mit dieser zusammengewürfelten B-Truppe. Und je nachdem, wie weh die Japaner den Spaniern tun, sei es, wenn sie gewinnen würden, dann könnte man tatsächlich. Dann könnte man tatsächlich so mit der Niederlage heute den Gruppensieg fertig machen. Aber wie gesagt, das ist alles nur Makulatur. Wir gucken mal. Es könnte tatsächlich sogar kommen, wenn Costa Rica uns schlägt und Spanien verliert gegen Japan, hätten alle 4 Punkte. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch vom Rechnen. Ganz schneller Blick auf die Formationen. Und dann wären wir, glaube ich, Gruppenzweiter, wenn es so kommen würde. Direkter Vergleich gegen Japan gewonnen, gegen Spanien unentschieden, gegen Costa Rica verloren. Dann wären wir Zweiter. Aber wie gesagt, beim Sieg brauchen wir gar nicht rechnen, dann sind wir durch. Je nachdem, wie hoch der ausfällt, wenn der höher ausfällt, das in der Spanier, sind wir Gruppensieger. Dann hätten wir einfach vielleicht einen leichteren Gruppendritten. Zum einen Lothar Matthäus, nach wie vor mit 150 Spielen Rekordnationalspieler. Stolze 20 Jahre hat er für Deutschland gespielt und bei den Torschützen ist Miro Klose mit 71 Treffern ganz vorne. So. Das ist die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Wir können ein bisschen durchmischen, wir haben ja durchgemischt. 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, wie gesagt, wir haben es ein bisschen durchgemischt. Und jetzt geht's in die Gruppe, ins Gruppenspiel Nummer 3. Draxler, Musiala, Neuhaus, Baku. Und Reus. Da ist ja, er Reus. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Brandt und Julian Brandt 1-0. Knabbers Griff. Ich glaube, Knabbers hat ein bisschen daneben gegriffen und so kann man schon mal eine Bewerbung schicken in Richtung Aufgebot für die K.O.-Runde. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen. Erst macht der Verspieler den Fehler und dann ist es. Ui, na was, ja, der sieht nicht gut aus. Wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Er sieht meiner Meinung nach da überhaupt nicht gut aus. Weil das Ding. Mir wäre es egal, wir führen. Muss er halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Julian Brandt, 1-0. Musiala. Draxler. Er sucht die entscheidende Lücke. Und. Ball wird abgeblockt. 2-0 Draxler. Super Tor. Ein es zählt. 10. Minute. Und es passt. Und ich glaube, da war auch ein Abwehrspieler dran. Also es war wieder ein Fehler irgendwo in der Verteidigung. Das war wohl Abraller, glaube ich, weil der nicht ganz. Ja, hier. Weil der war eigentlich, weil ich wollte einen Schuss, wollte ich draufhalten. Naja, jedenfalls das 2-0. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So kann man auch schon mal in die. Ein Spiel starten. Brandt. Adeyemi. 3-0, Reus! Super Tor! Mit dem Volley ist er da zur Stelle, da
er wieder, was er drauf hat. Was für ein Tor, das sehen wir uns gerne nochmal an. Nimmt den Ball einfach mal Volley, hält drauf. Und diesmal war Navas nicht zu, hat Navas nichts zu halten. Aber wir legen ja hier schon wieder los für die Feuerwehr. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Marco Brandt, der das 2:0 ja gemacht hat. 1:0 gemacht hat. Weiter Julian Brandt. Adeyemi, Adeyemi! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. 19 Minuten und die Chance auf das vierte Tor. So kann man den Spanier mal ein bisschen es unter ist Druck verschieben. Spannende WM-Gruppe hier und das zeigt sich auch beim Blick auf die Tabelle. Absolut, alle können noch weiterkommen, keiner kann sich so richtig absetzen und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen für interessante Spiele. Was Besseres können wir uns als Zuschauer nicht wünschen. Aber. Neuer Ausmalen mit einer guten Situation. Brandt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Brandt und Savas. Der das vierte weiterhin verhindert bekommt. Deutschland bekommt den Freistoß. Freistoß Deutschland. Neu aus. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Na gut, mit gelöst. Da wollte Adeyemi durchstarten, hat aber nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Gut gemacht, dazwischen gegangen. Draxler. Ja, Draxler, der da ein bisschen feststeht. Flagge auf der Tor Seite! Aber erstmal keine Gefahr mehr. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Vorteil Costa Rica, könnte noch mal eine Karte geben. Erstmal hier der Ballverlust. Neuhaus. Brand. Ja, kommt er da nicht jetzt wirklich auf die. Kann jetzt wirklich. Der Verteidiger bleibt da dran an ihm. Lass sich da jetzt nicht ausspielen. Naja, da muss er halt dann. Irgendwann muss die Jalla nehmen. Schiedsrichterin entscheidet erstmal auf Vorteil. So, das könnte die nächste Karte da geben. Soll ich ein bisschen aufpassen, nicht soll, dass solche Situationen unnötig rote. Gutes Take legen, gute Zweikampfführung. Nach sich führen. Günther. Draxler. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. So, da bin ich jetzt kommt Brandt. So. Er gibt jetzt mal Gelb für Musiala. Sicher Gelb. Natürlich auch noch geahndet, das ist Gelb. Wenn hier gleich Pause ist, dann kann die deutsche Mannschaft durchaus zufrieden sein. Sie ist hier klar vorne. Was soll da noch schief gehen? Brandt. Klar vorne machen hier. Macht er sogar noch das? Oh, warte, was für eine 4:0. So, das nächste Tor, das wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. 3 gegen Japan, 4 gegen Spanien, jetzt schon wieder 4. Sie haben jetzt gehabt 11 Tore in der Vorrunde. Mindestens schon mal. Da setzt er sich durch. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende. Ja, dann hat er sein Zeichen, seit er da so ein bisschen sein. Seine Werbung abgegeben in Richtung. Ich will auch nochmal spielen. Ja, wie gesagt, hier hat irgendwie die Spanier gegen Japan noch spielen. Nicht, dass die Spanier ausfliegen noch, ne? Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Den aber sagen wir schon. Erstmal nicht her. Den muss ich alle. Gut verteidigt. Brandt. Doch, Pause. Wir hören den 4:0. Pfiff, das war's. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Das ist übrigens das zweite Stadion, was es gab. In diesem Spiel. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich.
Ja, wie gesagt, das ist das zweite Stadion, was es mit dazu kam. Es gibt nur diese beiden hier beim WM-Update. Aber nehme ich so mit. Vielleicht sehen wir auch nur die zwei. So, wir gehen hinein. Japan-Spanien übrigens 0-1. Also von wegen, es gibt eine kleine Überraschung vielleicht irgendwo. Nein, stand jetzt nicht. Aber wie gesagt, mal gucken, was die zweite Halbzeit noch bringt. So, wechseln wir kurz durch. Also was heißt, wechseln wir kurz durch? Wir wechseln mal im Aus. Genuard für Musiala drin. Musiala hat gelb. Dementsprechend ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Die Pause ist vorbei. Wir machen weiter mit Durchgang 2 in diesem WM-Gruppenspiel. Neu aus. Geht da voll in diesen Zweikampf. Baku. Zweimal gut da ausgespielt jetzt. Draxler. Ja, der war ein bisschen lang. Nachlässig, unnötiger Ballverlust. Sie wechseln also aus. Sie verlieren hier den Ball. Und genau, der Eingewechselte. Man hat die Chance auf das nächste auf den nächsten Treffer. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, kann man nicht hin. Jetzt wieder Ballbesitz für die DFB-Auswahl. Reus. Jetzt Marco Reus. Kurze Flanke. War dann doch zu halbherzig. Da ist Platz für den Konter. Und Baku. Er geht schön dazwischen. Ta. Genau. So, und jetzt sind Vorteil läuft. Adeyemi. Szene geht weiter. Adeyemi. Von Havertz, noch gefährlich. Ne, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Zweimal an der Jemi, der hier. Holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entschieden. Ja, das Ding ist entschieden, aber trotzdem, es ist ja. Und der nächste Angriff läuft schon. Sie sind weiter tot. Reus! Und wieder mal was. So, gelb ist auch für die Costa Ricaner. Also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Ecke Draxler. Kommt ins Zentrum. Muss Ecke geben. Nächste Ecke. Kommt jetzt ein bisschen weiter weg, die Ecke. Oh, der kann ganz, ganz böse enden. Vertada vorne in der Mauer hängen, mit dem Verteidiger hängen bleibt. Wir sind in der Schlussphase dieses letzten WM-Gruppenspiels und aktuell sieht es so aus, als würden sie... So, neu aus. Gibt eine Ermahnung. Jetzt die Nerven behalten, dann sollte es doch klappen. Also man hat sich definitiv in der ersten Halbzeit klar gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Sah schon relativ grenzwertig aus. Man war sich sicher, dass man Costa Rica schlägt. Das Dribbling nach innen. Und war nicht gut genug. Man hat die Pflichtaufgabe Brauchis gelöst. Kein guter Pass. Alles andere ist erstmal unwichtig. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Viertelstunde noch. Brands. Karim Adeyemi. Adeyemi! Nicht sein erstes WM-Tor. Hat jetzt schon die zweite, dritte gute Situation gehabt. Hat er. Wir bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Draxler. Zieht in die Mitte. Brand. Der hat schon seins. Und wieder mal was. Der verhindert ihr das fünfte. Er bringt den Ball nicht raus. Abwehr macht zu. Ja, zwei, drei. Vielleicht doch noch irgendwie zu null, dass das neue Jahr nicht geschafft hat. Und so wird. Und er gibt den tatsächlich den Elfmeter. Es gibt jetzt. Schiedsrichterin aus meiner Sicht absolut vertretbar. Elfmeter, tja, und die Schiedsrichterin auch noch gelb. Harte Entscheidung, aber sie verwandelt den Status. Es bleibt nichts, bleibt zu null. 1 zu 4.
Brian. Mal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht unten ins Eck und ist nicht zu halten. Brian Roos mit dem 1:4. 4. Marco Reus auf dem Flügel. Tut jetzt nicht weh, aber es ist halt jetzt ärgerlich, weil es ja doch kein 0 gab. Die deutsche Mannschaft bekommt den Eckball. So, jetzt gibt es nochmal einen Wechsel, durchziehen, nochmal ein bisschen durchmischen. Den nächsten Bankdrücker nochmal eine kleine Situation eine paar Minuten geben. So, Marco auch gelb, mit gelb vorbelastet. Der kann auch jetzt runtergehen. Also man wechselt jetzt ein bisschen durch. Volland, Wirtz, Klostermann und Max neu in der Mannschaft. Also dann hat quasi fast jeder mal so ein paar Minuten. Schiri, der hat schon gelb. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Ja, das heißt so. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Auf außen ist Platz. Das Ding ist weg, weil Tadot rigoros dazwischen geht und sagt, ja, das ist mein Ding, den behalte ich. Und dann ist es vorbei. Die deutsche Mannschaft holt sich hier also den Costa Rica gewinnt mit 1:0, zumindest die zweite Halbzeit. Aber die erste Halbzeit haben wir 4-0 gewonnen, damit jetzt eine 4:1 und wir sind durch. So auch den Spielverlauf wieder, sie waren die klar bessere Mannschaft. Costa Rica verabschiedet sich aus dieser Weltmeisterschaft. Ich habe gesagt, das Ding haben sie in der ersten Halbzeit verloren. Herausragende Leistung. Wir sind, ganz wenn toll. Spanien also jetzt nicht 5 oder 6:0 noch gewonnen hat, Gruppensieger. Total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Alles andere ist dann erstmal wurscht. Wie gesagt, wenn die Spanier tatsächlich in Japan verloren hätten, was ich nicht glaube, dann wären wir bei den Japanern, glaube ich, sogar weiter. Aber wie gesagt, das wäre natürlich eine Hausnummer von Nummer, aber es wird nicht passieren. Macht euch da mal keine Illusion. Die Spanier ebenfalls mit 7 Punkten weiter, weil sie dann am Ende ihr Match gewonnen haben. Und ich glaube, sie haben es ist 1 und 2-0 ausgegangen. Also Fakt ist auf jeden Fall, die haben gewonnen. Alles andere ist egal. Wir sind Gruppensieger, weil wir das Haus hoch gewonnen haben. Dieses 4:4 in dem direkten Duell. Das war ganz, 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 ganz wichtig. Sonst hätten die Spanier jetzt 9 Punkte gehabt. So sind wir tatsächlich Gruppensieger und haben einen, Anführungszeichen, leichteren Gegner. Der da heißt Kroatien. Und das sind wir morgen um 14 Uhr. Bis dahin schon.